Hey, Croissants sind mega, Alex. Aber die müsstest du mir ins Mangfallteil biegen. Ich bin hier mitten in der Pampa, echt. Der Kollege bringt mich gerade zum Tatort. Wandern im Dienst. Ja, man muss auch mal was gönnen können, oder? Spaß beiseite. Als ich gerade bei den Kollegen wegen dem Fall Kranz war, kam der Notruf rein. Das glaube ich nicht. Was ist? Das sind Kamele. Was? Kamele? Nein, wirklich. Kamele. Du, Alex, ich melde mich gleich nochmal bei dir, ja? Tschüss. Das glaube ich nicht. Das ist die Leonie Vogler vom Kamelhof, die den Huber, also den Toten, gefunden hat. Naja, also eigentlich war es ja Leila, Herr Schiller. Muss ja ein ganz schöner Schock für dich gewesen sein. Naja, geht so. War halt meine erste Leiche. Aber die Kunden, die haben sich voll erschreckt. Wir haben sie dann erstmal zurück auf den Hof gebracht. Das ist übrigens Toni. Hallo. Kanntest du den Toten? Naja, den kennt ja hier jeder. Dem gehört die halbe Gegend hier. Gut, wir reden gleich nochmal weiter, ja? Ja. Bringst du mich zur Leiche? Ja, da hinten. Da unten liegt er. Da hat man nicht nur Freund, so als Großgrundbesitzer, wenn einem die halbe Ortschaft gehört. Also äußerlich kann ich erstmal keine Verletzungen erkennen. Das ist auf jeden Fall bocksteif, der wird schon ein paar Stunden hier liegen. Also Todeszeitpunkt würde ich eher sagen, gestern Abend irgendwann. Außerdem Portemonnaie hat er nichts dabei. Hier ist noch Geld drin. Anton Huber, 66 Jahre alt. Was hat der hier gemacht? Ein Wandervogel war er jedenfalls nicht. Und bis die Gerichtsmedizin das Gegenteil beweist, müssen wir auch von Mord ausgehen. Ja, Alex, ich bin's. Schickst du mir Sarah und die Spurensicherung hierher? Hier ist irgendwas faul. Das sagt mir mein Näschen. Nee, die Landluft ist super. Ja, sehr lustig. Gut, ich warte hier, Alex, ja? Dank dir. Bis später. Weißt du, ob er Familienangehörige hat, die wir informieren müssen? Nein, sein Vater ist letztes Jahr verstorben. Das war auch so ein Schlitzohr. Leonie, wohnt hier in der Gegend irgendjemand? Nein, hier ist eigentlich nichts, außer unser Hof. 5 Minuten entfernt. Ja, dann gehe ich da gleich mal hin. Vielleicht haben die ja irgendwas mitbekommen. Ja, möchten Sie Leila reiten? Aber warum eigentlich nicht? Erzählt man sich denn über den Toten hier im Dorf? Naja, dass er einer war, der den Hals nicht voll gekriegt hat. Der wollte hier ja sogar einen Golfplatz bauen und die Natur zerstören, nur um noch reicher zu werden. Toni, ich glaube, hier passt es. Danke. Danke. Das da vorne ist übrigens meine Oma und mein Vater. Meiner Familie gehört der Hof schon ewig. Früher war es einfach ein ganz normaler Bauernhof. Naja, und dann irgendwann kam dann das Zirkuskamel dazu. Leonie, mein Schatz, ist alles in Ordnung mit dir? Ach, Omi, keine Sorge, alles wieder gut. Ich habe mich nur so erschreckt. Du musst der Huber auch ausgerechnet da sterben, wo ihr langlauft. Das ist übrigens Hauptkommissar Ritter.
Oh. Kripo, guten Tag. Guten Tag. Toni, könntest du bitte die Kamele in den Stall bringen? Gerne. Schöne Tiere, Herr Ritter, gell? Ja. Unser ganzer Stolz. Danke, Mädels. Ich hätte ein paar Fragen an Sie, Frau Vogler. Selbstverständlich, natürlich. Das ist übrigens mein Sohn Tom. Grüß Gott. Grüß Gott. Weiß man denn schon, was passiert ist? Na, der Schlag wird den getroffen haben und gesund war der ja sowieso nicht. Könnte es denn sein, dass Herr Huber gestern Abend noch hier war? Der Fundort ist ja nicht weit von hier entfernt. Also ich war gestern mit meiner Frau in München, aber der Huber ist eigentlich nie hier am Hof. Was hätte der hier auch wollen? Aber entschuldigen Sie mich bitte, ich habe jetzt wirklich richtig viel Arbeit. Leonie, hilfst du mir? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Soll ich Sie ein bisschen rumführen? Ja, gerne. Was erzählt man sich denn so über den wütenden Huber? Ach, nur was man so redet, ja. Schmutzige Geschäfte, betrügt Bauern, Ackerland ist plötzlich Bauland, sowas. Die Kamele waren echt süß. Ja, und eine gewisse Ähnlichkeit ist ja auch vorhanden. Auf jeden Fall. Was schauen wir? Ja, Robert im Einsatz mit seinem neuen Haustier. Eine Familienzusammenführung. Ja. Was hast du denn für uns, Sarah? Ich habe Roberts Toten gerade zugemacht. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er hatte noch maximal 2 Monate zu leben. Wurde aber vergiftet mit Tollkirschen. Außerdem habe ich Kuchenteig in seinem Magen gefunden. Also gehe ich mal davon aus, dass er das Gift mit einem Kuchen oder Ähnliches zu sich genommen hat. Also ein Tötungsdelikt, wie ich es mir gedacht habe. 10 bis 12 Bären sind für einen Erwachsenen tödlich. Bei Kindern reichen 3 bis 4. Die Atropa belladonna, ein Nachtschattengewächs, steht auf der Liste der Giftnotrufzentrale ganz oben. In geringen Dosen wird sie auch gerne als psychedelische Droge hergenommen. Ja, ich denke mal nicht, dass der Tote das freiwillig genommen hat. Wie lange dauert es, bis die Wirkung eintritt? Es geht ziemlich schnell. Nach wenigen Minuten treten die ersten Symptome auf. Also Bewegungsdrang, Unruhe, Durst. Und je nach Höhe der Dosis kommt es dann zu Halluzinationen, Koma, Atem- und Herzstillstand. Übrigens, der Todeszeitpunkt war gestern zwischen 16 und 18 Uhr. Vielleicht hat man ihn woanders getötet und nur dort abgelegt. Das ist möglich, aber die Untersuchungen laufen noch. Ich muss auch weiter. Ich lasse euch das da. Ich wollte es euch nur sagen. Alles klar, Sarah. Vielen Dank. Ja, ciao. Ciao. Nasewand. Ah, super. Ja, weiß ich Bescheid. Schicken wir sofort jemanden hin. Ja, ciao. Der Wagen des Toten wurde gefunden, auf einem Feldweg. Am besten schnappst du dir Alex und dann fahrt ihr direkt dahin. Adresse gibt's über die Leitstelle. Alles klar. Stand die Autotür so auf, als der Waldarbeiter den Wagen gefunden hat? Ja. Schlüssel steckt. Wahrscheinlich der Kuchen drin. Hier sind ja auch überall Krümel. Wahrscheinlich hat er den Kuchen sogar während der Fahrt gegessen. Ja, und dann kamen die ersten Symptome. Durst, Bewegungsdrang, Halluzination. Dann ist er von der Straße abgefahren hierher und ist hier rumgeirrt. Ah, sein Handy. Ausgestellt. Naja, die Spurensicherung kommt ja gleich. Das muss in die KTU. Guck mal. Nicht sein Schlüssel. Weißt du was? Dann fahr du doch mal zu ihm nach Hause. Dann warten wir hier auf die Spurensicherung. Und dann könnt ihr mir ja mal erzählen, wer hier im Dorf alles Motiv haben könnte. Ja, mach mal. Bis später. Alles klar, bis später. Das hat er doch sonst immer da versteckt gehabt. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Das muss doch da sein. Schau mal rüber, in einem anderen Raum. Polizei. Yes, das machen Josef. Ich bin bloß die Rosi, die Haushälterin. Ritter von der Kriminalpolizei. Was suchen Sie hier? Mein Geld. Der schuldet mir nur Lohn. Und die Bäckersfrau hat mir gesagt, dass er tot ist. Und aber Sie wissen schon, dass Sie sich hier strafbar machen. Ach, Schmarrn. Da steht mir doch zu. Und schenken tue ich dem nichts. Außerdem habe ich eh nichts gefunden. Das ist bestimmt im Safe da drin. Sie mochten den Huber wohl nicht besonders? Nein. Er hat gut gezahlt.
aber der hat den Hals nicht vollgekriegt und das war ein richtiger Teufel. Das habe ich jetzt schon öfters gehört. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wer Herrn Huber umgebracht haben könnte? Nein, dass er weg ist, tut bestimmt keinem bei uns leid. Aber von uns aus dem Dorf hat es keiner. Das war bestimmt jemand aus der Stadt. Das letzte Mal habe ich ihn vor 2 Tagen gesehen. Da ist er Nachmittag ins Auto eingestiegen. War er recht aufdackelt, fesch. Ist er bestimmt wieder ins Puff. Weil eine anständige Frau kriegt der nieder. Wissen Sie auch, in welchen Puff? Ja, im örtlichen. Wir haben bloß einen, das langt da wohl. Und von einer krieg ich ja wohl kein Geld nicht. Dann kann ich ja gehen, oder? Ja. Gut, okay. Aber die Sachen bleiben hier. Das Haus wird jetzt versiegelt. Und sein muss, wiederschauen. Wiederschauen.